Ich würde gerne mal was mit Ihnen machen. Was mich am meisten ja stört bei Politikern ist, dass sie nicht in der Lage sind, einen Satz mit Ja oder Nein oder meinetwegen noch mit Ich weiß nicht zu beantworten. Wenn die irgendwas gefragt werden, da kannst du eine Uhr nachstellen, die geben eine Antwort, die letztendlich darin endet, von dem, was sie sich vorher für sich beschlossen haben, zu sagen, egal wie die Frage lautet. Ja, wissen Sie, wollen wir mal den Test machen? Ich glaube, dass Sie das können. Ich stelle Ihnen... Ich soll den anderen Politiker spielen? Nein. Ich stelle Ihnen drei Fragen, sagen wir mal, die Sie entweder... Das war hier eigentlich gar nicht vorgesehen, glaube ich. Ja? Die Sie, sagen wir mal, mit Ja, Nein oder Ich weiß nicht beantworten können. Ja? Ob Sie das schaffen? Ich denke, ja, ich sage gleich dreimal, ich weiß nicht. Mal sehen. Nein, das traue ich Ihnen nicht zu. Sagen wir mal, die erste Frage ist, glauben Sie, dass Kommunismus die beste Art der Regierungsform ist? Also beste im Sinne von klügste, humanitärste, wirtschaftlichste, ökologischste? Ja? Ja? Nein? Ich weiß nicht. Ja, aber einer völlig anderen Zeit. Bitte? Ja, aber in einer völlig anderen Zeit. Also nicht heute? Nein. Oh, da habe ich nicht heute gesagt. Da haben Sie mich erwischt. Hätte ich die Frage besser stellen müssen, ja. Zweite Frage. Die zweite Frage. Wären Sie gerne Bundeskanzler in einer Partei, in der, also der Sie beiwohnen könnten, ohne sich verraten zu müssen? Vielleicht mal gewesen, heute nicht mehr. Nicht mehr. Das war auch kein Ja, Nein, ich weiß nicht. Aber das lasse ich nochmal durchgehen. Ja. Aber fast. Was ist denn das? Nein. Oder ja, heute nein. Ja, ganz klar. Aber vielleicht mal früher. Ja. Ja. Da hätte ich gerne Sachen so verändert. Ja. Und so. Habe ich auch unterschätzt, wie anstrengend der Job ist. Ja. Dann machen wir die dritte Frage. Wenn Ihnen durch eine Erbschaft oder einen Lottogewinn eine größere Summe zukommen würde, 10 Millionen, was weiß ich, würden Sie da einen erheblichen Teil spenden, stiften, sagen wir mal die Hälfte oder mehr, oder würden Sie das nicht tun? Ja, das würde ich tun, und zwar schon, weil ich es muss. Denn alle Zeitungen erfahren ja davon und machen mich so mal. Aber in Wirklichkeit würde ich das auch machen, weil ich es ja gar nicht mehr brauche. Und ich finde, für meine Kinder habe ich ausreichend gesorgt. Gut. Und Punkt. Das war also erwartend klar geantwortet. Ja.